This is the story of someone who came to Germany and needed to learn German. Nicolae Antonescu is a refugee from Romania. Today is his first day as a runner at the Cologne television station D+. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei D+. Es ist 8 Uhr. Also fangen wir an, wie immer, mit Fitness Freddy. Viel Spaß! Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Herr Schiller. Guten Morgen, Frau Schneider. Schlüssel Nummer 6, bitteschön. Danke. Schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Hallo, Elke. Hallo. Hallo, Herr Schiller. Danke, Michel. Guten Morgen, Herr Dr. Strauff. Morgen, Herr Schiller. Na, wie geht's? Gut wie immer, Herr Dr. Strauff. Schön, schön. Also, bis später. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin neu hier. Und wer sind Sie? Mein Name ist Nicolae Antonescu. Wie bitte? Nicolae Antonescu. N? Schon gut, hier ist es. Antonescu. Antonescu, Sie müssen zu Büro 312. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Büro Nummer 3. 1, 2. Büro 312. Danke. Und woher sind Sie, Herr Antonescu? Ich bin aus Rumänien. Ah. Guten Morgen, Herr Schiller, Schlüssel Nummer 3. Guten bitte. Morgen, Herr Koch. Na dann, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Schlüssel Nummer 3, bitteschön. Die Teegärten von Darjeeling. Feinste Blätter, handgepflückt. Zartblumiges Aroma. Teekanne für Teekenner. Prima Plus Weiß am Apparat. Kommissar Schlömer. Morgen Abend. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, geht Ihnen auch. Wo ist mein Kaffee? Vielen Dank. Danke, Herr Michel. Bitte, Frau Meier. Guten Morgen, Meier am Apparat. Ja, Uli Michel. Ich weiß nicht, ob ich das habe. Einmal muss ich mal nach. Hallo, und wer sind Sie? Ich bin Nicolae Antonescu. Herr Antonescu? Herzlich willkommen. Ich bin Frau Meier. Frau Meier ist die Chefin. Guten Tag, Frau Meier. Und woher kommen Sie, Herr Antonescu? Ich komme aus Rumänien. Leute, das ist Herr Antonescu, unser neuer Volontär. Hallo, Daniels. Ich bin die Produktionssekretärin. Hallo, Frau Daniels. Hallo. Okay, Frau Schneider, ja sofort. Ich schicke den Volontär. Hallo. Sie sind unser neuer Volontär? Ja, ich bin Nicolae Antonescu. Hallo, freut mich, ich bin Uli Michel. Bitte bringen Sie das zu unserer Katerin, Frau Schneider, Zimmer 445. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Nochmal langsam, bitte. Bringen Sie das zu Frau Schneider. Sie ist in Zimmer 445. Frau Schneider, Zimmer 445. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg. Guten
machen eine Umfrage über Tourismus. Wohnen Sie in Köln? Nein, wir wohnen nicht in Köln. Eine Umfrage über Tourismus. Wohnen Sie in Köln? Nein, wir wohnen nicht in Köln. Arbeiten Sie in Köln? Nein, wir sind zu Besuch hier. Sie sind Tourist? Ja. Dankeschön. Bitte. Bitte. Und wer sind Sie? Ich? Ich bin Nicolae Antonescu, der Volontär. Ach so. Herzlich willkommen. Sind die Papiere für mich? Ja. Bitte. Danke. Woher kommen Sie denn, Herr Antonescu? Aus Rumänien. Ich wohne jetzt in Köln. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Nicht so gut. Ich will lernen. Alles lernen. Ein Kaffee? Ja, bitte. Bitte. Wohnen Sie in Köln? Nein, wir wohnen nicht in Köln. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute bin ich in Köln. Die Sonne scheint. Ein schöner Tag für Touristen. Wie viele Touristen gibt es denn in Köln? Kommen Sie doch mit. Entschuldigen Sie bitte, wir sind von Deutschland Plus und machen eine Umfrage. Woher kommen Sie? Ich komme aus Polen. Sind Sie Touristin? Ja, ich bin Touristin. Ich komme aus England. Kommen Sie aus London? Nein, ich komme aus Manchester. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Marokko. Sind Sie Tourist? Ja, ich bin Tourist. Nein, ich bin nicht Touristin. Ich studiere hier. Arbeiten Sie in Köln? Nein. Wohnen Sie in Köln? Nein. Sind Sie Tourist? Nein. Ja, was sind Sie denn? Mensch. Wohnen Sie in Köln? Nein. Ja, aber ich habe keine Zeit. Ja. 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 Ja, dann geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Wie schreibt man das? PRELATVANACKEN. Prälat van Ackenstraße. Ja? Nummer? Ach, Frau Schneider, das ist für Sie. Vielen Dank, Herr Antonescu. Aber ich muss jetzt gehen. Tschüss, bis morgen. Ich bin aus Rumänien. Ich wohne in Köln.
lerne Deutsch. Sehr gut, Herr Antonescu. Oh, Frau Schneider, es... Ist okay, Herr Antonescu, ist okay. Üben Sie. Hier ist der Schlüssel. Ich verstehe nicht. Ich verstehe. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Herr Schiller. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Und wo ist Ihr Schlüssel? Herr Antonescu bringt den Schlüssel. Sehr gut. Tschüss, Herr Michel. Tschüss, Herr Schiller. Elke, Elke. Frau Weiß, es ist ja schon spät. Ja, Herr Schiller. Ist noch jemand im Büro? Nein, niemand mehr. Gut, dann bis später, Herr Schiller. Bis später, Frau Weiß. Bitte schön, Frau Schneiders Schlüssel. Danke, Herr Antonescu. Tschüss, Herr Schiller. Tschüss, Herr Antonescu, und schönen Feierabend. Tschüss. Guten Abend. Guten Abend. Na, was gibt's? Ich arbeite jetzt. Ich arbeite beim Fernsehen. Ja, klasse. Sie haben einen Job. Gratuliere. Kaffee? Nein, nein, heute nicht. Oh, bitteschön. Dankeschön. Bei welchem Sender arbeiten Sie? Wie bitte? Ich verstehe nicht. Wo arbeiten Sie? Bei Deutschland Plus. Na dann. Rudi würde lieber arbeiten. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist Julia. Sie ist hübsch, nicht? Ja. Sie ist Ausländer, wie Sie. Ihre Familie ist aus der Türkei. Aber sie spricht perfekt Deutsch. Sie ist ja auch aus Köln. Ach so. Guten Abend. Hallo. Bild bitte. 60 Pfennig. Danke. Tschüss. Tschüss.